Ja, unser Kollege Florian Danner ist ja schon den ganzen Morgen live vor Ort in Niederösterreich, genau gesagt in Theis im Bezirk Krems. Schönen guten Morgen, Florian. Ja, und er hat schon mit den Einsatzleitern schon gesprochen. Jetzt wollen wir wissen, wie es denn der Familie geht, die rund um diesen aufgeweichten Damm lebt. Die Bewohner haben inzwischen ihre Sachen zusammengepackt. Es kann jede Minute natürlich die Sirene heulen und dann müssen sie innerhalb einer Viertelstunde weg. Wir sehen hier hinten jetzt auch, es schaut zwar so aus, als ob das Wasser noch besonders weit weg wäre. Das sind ungefähr 200 Meter jetzt am Feld. Aber sobald der Damm bricht, haben wir natürlich hier überall Überflutung und dann muss es auch schnell gehen. Hier beginnen dann auch schon die ersten Häuser. Die sind mit Sandsäcken teilweise auch gesichert. Und die Bewohner warten jetzt nur darauf, dass sie sozusagen Anweisungen von den Einsatzkräften bekommen. Sie zum Beispiel auch, Sie sind einer der Letzten, die noch hier geblieben sind. Frau und Kind sind schon weg. Wie haben Sie in der Nacht jetzt davon auch erfahren, dass es sozusagen jetzt wirklich spitz auf Kopf steht? Naja, es hat sich eigentlich von Tag zu Tag die Situation zugespitzt. Wir haben immer gehofft eigentlich, dass die Situation bald besser wird. Ja, jetzt ist eher das andere Problem, dass der Damm also zu brechen könnte. Und also wenn das passiert, also dann ist für uns eigentlich sehr schlimm. Sie wohnen jetzt seit 7 Jahren hier, haben Sie gerade vorhin erzählt. Wie haben Sie sich denn vorbereitet darauf, dass Sie möglicherweise jede Minute weg müssen? Naja, wir haben jetzt natürlich eine Garage ausgeräumt. Zum Glück keinen Keller, die was einen Keller haben. Also manche Nachbarn haben einen Keller, die haben den Keller geräumt und die wichtigsten Papiere zusammengepackt und ja, versucht noch, was geht, ins Obergeschoss zu bringen. Aber natürlich nur das Notwendigste, weil natürlich das alles ziemlich rasch gekommen ist und jetzt sind wir halt guter Dinge, dass das hoffentlich noch funktioniert mit dem Damm, dass der hält. Sie sind der Letzte hier in der Siedlung mit dem Auto da. Warum? Naja, die Sache ist das, durch das, dass das dann ziemlich schnell und rasch passiert und wir vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten noch mehr Zeit haben. Jetzt machen wir Fahrgemeinschaft und nur mehr wenige Pkw sind eigentlich in Theis, wo halt eben dann, wenn es rasch gehen soll, wir rauskommen. Sonst sind die Pkw dann auch irgendwo. Alles Gute Ihnen jedenfalls und den Kolleginnen und Kollegen hier in der Siedlung. Und wir hoffen, dass es nicht so wird wie im Jahr 2002. Wir sehen es hinten am Haus, da ist das Wasser bis zu den Jalousien gestanden, also bis zu den Fenstern. Hoffentlich kommt es diesmal hier in Theis nicht so weit. Ja, und Florian Danner bleibt natürlich vor Ort, um über die weiteren Entwicklungen zu berichten. Dankeschön, Flo. Danke, Flo.